Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, welches sich da nennt Katana Zero. Und ja, besonders der Flair hat mich von Anfang an angesprochen, denn es erinnert mich vor allem an die Zeit in der Jugend zurück, in der ich Dinge wie Cowboy Bebop, Akira, ja, und ähnliche Cyberpunk-artige Welten und Geschichten genossen und geliebt habe. Daher möchte ich heute mal ein neues Spiel einführen und wir schauen uns Katana Zero einmal an. Es ist natürlich, wie schon zu sehen, eine schöne Pixeloptik. Der Soundtrack ist genial, erinnert ein wenig an Noir-Flair im Anime-Stil. Und ja, da Cyberpunk 2077 nun etwas gefloppt ist, wollen wir uns mal in eine andere Cyberpunk-Welt begeben, die wir schon lange auf den Schirm hatten, und wollen nicht fortsetzen, sondern ein neues Spiel starten. Und das werden wir jetzt tun. Noch 10 Tage. Also, erzählen Sie nochmal von den Maskierten. Verstehe. Dann fangen wir von vorne an. Problem. So, und wir sind schon im Spiel. Wir haben uns die Steuerung natürlich vorher etwas angeschaut. Hier können wir etwas aufheben. Prismenschlüssel. Zurück können wir nicht. Wir können auf X etwas schlitzen, können auf den L-Schultertasten eigentlich die Zeit anhalten. Auf den R-Schultertasten können wir... Sorry, das Käffchen. Können wir sliden und ausweichen. Und wir können natürlich nach oben, nach links, nach rechts und nach unten schlagen. Ja, auf Y aufheben und auf A springen. Dann sind wir mal gespannt, wo uns diese Geschichte hinführt. Und wir können Warjumps machen. Anruf. Ah, ja. Sind Sie schon da? Wir sind der stille Krieger. Wir sagen mal nichts. Das Gelegenheitsfenster schließt sich. Sie werden extrem schnell arbeiten müssen. Hehehe, aufgelegt. Befreien Sie ihn und kommen Sie auf dem schnellsten Weg zum Extraktionspunkt. Verstanden. Nutzen Sie die Gabe der Präkognition, um jeden zu eliminieren, der Ihnen im Weg steht. Ist. Und nicht vergessen, lassen Sie keinen am Leben. Katana Zero. Ja, nicer Einstieg. Macht doch schon mal Lust. So, wir sind im ersten Raum. Gespielt wird You Will Never Know von Bill Keighley. Okay, Fabrikversteck, um mit der Planung zu beginnen, Angriff drücken. Also, Katana Zero ist ja nun schon etwas älter und wir müssen hier einzelne Räume in einem Art Side-Scroller lösen, ohne Schaden zu nehmen. Und dafür haben wir verschiedene Fähigkeiten. Und die versuchen wir jetzt mal gleich am Start des Spiels sofort zu nutzen. So, ich kann alles drücken. Nur X. Ja, nur X macht es möglich. Und los. So, wo ist er? Und alles dahin. Sehr blutige Angelegenheit. Aber wir streichen erstmal die Miezekatze. Ja, und wir sehen oben links,
Wir haben Zeitlupe. In der Mitte ist ein Stundenglas. Und danach können wir uns nochmal die Wiederholung ansehen. Aber die Zeitlupe wird nicht mit angezeigt. Okay. Dann geht's weiter, wenn wir auf Y drücken. Oh. Okay. Ja, die Mucke ist natürlich zum Cyberpunk Flair. Na, seht ihr? Da war mir zu eilig. Für Neustart beliebigen Knopf drücken. Rückspulen? Ja, nice. Mist, ich dachte, wir können schnell durch. Denkt dran, wir testen hier am Anfang erstmal aus, was möglich ist. Da seht ihr, wie es funktioniert. Und jetzt mit Y weg das Ding. Okay, verstanden. So, jetzt müssen wir Warjumps machen. Haben wir. So, hier können wir mit Zeitlupe einmal schauen. Genauso wie bei den Ventilatoren. Okay, verstanden, verstanden. Können wir uns mal anschauen, aber die Pausen sollten ja hier mit aufgenommen sein. Aber die Zeitlupe nicht. Okay, okay. So, weiter geht's. Ich habe unten Lärm gehört. Ich habe gedacht, es sei der Pizzamensch. Ah. Können Sie laufen? Ich bin hier, um Sie zu befreien. Leider bin ich nicht der Pizzamensch. Naja, daneben jemand, der mich rettet. Schauen wir mal, ob ich stehen kann. Autsch. Ich hatte schon gedacht, ich würde es nie schaffen. Danke. Yay, so, er hat jetzt Gesundheit und... Autschi. Eine gewisse Art von Humor. Ist es ein Russe? Hoffentlich haben wir das aufgezeichnet. Hey Jungs, wird Zeit, hier mal aufzuräumen. Vorsicht, die Laser. Okay. Lalalala. Zang. Und zack. Ja. Das war wohl nix, Leute. Wir gehen mal zurück. Okay, das brauchen wir uns nicht nochmal anschauen. Wir haben es selbst erlebt. Ihre Auftraggeber sind unzufrieden, weil sie Missionsziel vor der Extraktion terminiert wurde. Verständlich. Gehen Sie nach Hause und ruhen Sie sich aus. Morgen erhalten Sie einen neuen Auftrag. Okidoki. Ach, zurück in meiner Bude. Erstmal ein Käffchen trinken. Ach. Prost. Okay, es ist Kräutertee. Ja gut, auch der hält fit in der Nacht. Ach. Ladida. Oh, immer dieser Lärm. Wie soll ich mich da denn ausruhen? Ah, guck mal. Fernseher einschalten. Jo. Mindestens 12 Menschen wurden in einer verlassenen Fabrik im 3. Bezirk tot oder verletzt aufgefunden. Unter den Toten ist Davut Bey, ein Wissenschaftler der Regierung, der schon seit 3 Wochen als vermisst galt. Alles klar, alles klar. Die Polizei hat sich kaum zu dem Verbrechen geäußert, ließ jedoch verlautbaren, die Sache habe wohl mit Bandenkriminalität zu tun. Ah, schade.
Weitere Nachrichten. Ein Kühlmittelleck im Wasserwerk von New Mecca hat sämtliche Wassersysteme im dritten Bezirk verunreinigt. Schade, die Frage ist jetzt, sind diese Nachrichten wichtig? Bewohner des dritten Bezirks wird bis zur Eindämmung des Lecks davon abgeraten, Leitungswasser zu verwenden. Ja, die Rohrperle kann schon. Das betrifft unter anderem Trinkwasser, Wasser zum Duschen, für Gartenarbeit und Haustiere. Alles klar. Jetzt schlafen gehen? Nö. Wie sollen wir denn hier pennen? Die Verantwortlichen bei Knotenpunkt denken, die Lage wird innerhalb von 12 Stunden unter Kontrolle gebracht. Weitere Nachrichten? Nee, brauchen wir nicht. Ruhe da drüben! Oh, der als der Drache bekannte Serienmörder ist noch immer auf freiem Fuß. Ja, den sollten wir uns mal schnappen. So, ja, mehr können wir nicht tun. Also gehen wir mal schlafen. Ab auf die Couch. Das arme Leben des Kriegers. Okay, wir sind in einer Traumwelt. Und schmeißen Ball mit einem kleinen Mädchen, wie es aussieht. Und das Böse. Fernseher noch an. Noch 9 Tage. Oh Mann, bitte kommen Sie rein und setzen Sie sich. Schicke Bude. Ich liebe diesen Noir-Flair. Sie sehen gut aus, trotz der Umstände des gestrigen Abends. Wollen wir anfangen? Vor 2 Monaten haben wir Ihre Dosis halbiert. Haben Sie immer noch Halluzinationen? Ich habe schon seit einiger Zeit keine mehr. Ich habe wieder Albträume. Gestern war hart. Okay, wir lügen. Wir sind hart im Nehmen. Das ist gut. Es ist schon fast 2 Monate her. Schon bald können wir daran denken, nochmal die Dosis zu senken. Ich kann kaum mit jemandem reden. Ich verlasse mein Apartment nie. Ich habe wieder angefangen zu träumen. Ja, das können wir ja sagen. Verstehe. Das ist möglicherweise eine Nebenwirkung Ihrer Behandlung. Erzählen Sie mir über die Träume. Ich bin von Schatten umgeben. Das ist eine seltsame Maschine. Ich spiele Fangen. Interessant, interessant, interessant. Ich brauche meine Medizin. Jetzt! Nein. Der kam nicht auf mich zu. Der ging zu einer Maschine. Der Schatten, der hereinkommt. Erzählen Sie ihm von mir. Ich will bloß meine Medizin. Vielleicht hat der Schatten die Maschine bedient. Das könnte möglich sein. Ich glaube, es war ein Wissenschaftler. Kann ich ja nicht genau sagen. Es war ein Wissenschaftler. Ich will bloß meine Medizin. Ja, die Person wollte Ihnen vermutlich nichts zuleide tun. Sie sollten sich nicht fürchten vor ihr. Kann sein, ich will bloß meine Medizin. Ja, ich denke, Sie haben recht. Unsere Zeit ist um. Ich hole mal Ihre Akte. Okay. Ja gut, hätten wir vielleicht doch auf Medizin, ne? Aus vielen Filmen, Animes und Co. kennen wir das im postapokalyptischen armen Welten. Okay, wir kriegen die Medizin trotzdem. Ach. Besser. Sie sind in dieser Sitzung sehr kooperativ gewesen. Im Dossier stehen Informationen über den Auftrag heute Abend. Wir sprechen morgen. Alles klar. Okay. Dossier. Das ist ein Foto meiner Familie. Meine Frau, Einas, und meine Tochter, Tricia. Vielleicht lernen sie sie eines Tages kennen. Ne? Verstehe ich nicht. Okay, ist das eine Fake-Familie? Auf dem Papier? Bücher über Bücher, der Psychologe, der natürlich für solche Helden essentiell wichtig ist, um nicht dafür zu sorgen, dass sie durchdrehen. So, und ich würde sagen, wir gehen weiter.
Noch ein bisschen haben wir Zeit. Und hinaus. Ja, die Frage ist, spielen wir den drogenabhängigen, traumgequälten Auftragskiller? Oder spielen wir den Krieger voller Ehre, der zwar von seiner Vergangenheit verfolgt wird, aber versucht, das Beste draus zu machen? Ich würde sagen, wir entscheiden spontan und nach meiner Tagesform. Dossier, after reading. Alter 56, Körpergröße 5,9 Zoll, 1,75 Meter. Haut das hin. Augenfarbe braun, Einstufung guten Kontaktcode bei erfolgreichen Abschluss. Steht da Laos 1? Okay, pass auf. Da wir eh immer Zeug zum Schreiben da haben, schreiben wir uns das mal auf. Kann zwar sein, dass ich es Laos 1, C, umgedrehtes L, was auch immer. Josh Rose, hochangesehener Technologiemilliardär und Philanthrop. Okay, vielleicht kann er ja was Gutes für uns tun. Vorsitzender der Stiftung von New Mecca zur Rekonstruktion nach dem Krieg. Was? SNRNDG? SNMRNDK wird aufgeschrieben. Heimlich in den Handel mit Kriegsmaterial und Drogen verstrickt. Vorsicht, schwer bewacht. Dossier vernichten. Und tschüss.